208. Folge von Simotrans. Wir sind auf dem Weg, eine Produktkette weiter zu beenden. Das ist nämlich die Farbe. Wir sind ja unterwegs gewesen und wir brauchten irgendwie Farbe, weil das kam mir nicht an, weiß ich gar nicht mehr. Aber wir können erstmal hier den Knopf drücken, dass sie weiterfahren. Die Chemiefabrik war das, die was braucht, ne? Da muss ich da oben irgendwo hin. Wo waren wir denn jetzt hier, Altenau? Ne, dann sind wir, das war doch hier die Chemiefabrik, ne? Die brauchte zum Farbenherstellen Salze, genau. So, dann müssen wir jetzt irgendwo noch eine Salzbude herkriegen. Keine Ahnung, Salzsiederei würde ich jetzt suchen wollen. Oder sowas, ich weiß nicht. Da müssen wir mal jetzt umschalten hier. Dann gehen wir in den Editor wieder rein, der hier ist. Und dann ist das Industrieanlagen bauen. Genau. Da müssen wir mal gucken, was es mit Salz gibt. Hier ist es wie Salz. Da ist nichts mit Salz. Okay, was ist es dann? Das ist die Frage. Wenn es dann Meerwassergewinnungsanlage für Salz, würde ich noch sagen. Aber ich glaube, das gibt es dann hier auch nicht, oder? Nicht wirklich, dann, ach so, ja, jetzt fehlt mir ein Kalibergwerk. Das ist, da waren wir mal vor x langer Zeit in einem Urlaub und sind da in der Rhön in, ja, ich glaube, die thüringische Rhön ist das, glaube, und da ist Merkas, ein Besucherbergwerk, und das kann ich nur empfehlen, dass man da mal vorbeifährt. Guck, hier ist das Kalibergwerk. War sehr, sehr schön anzusehen, da diese Reise dadurch. Das Einzige, was man auf jeden Fall machen sollte, man sollte sich genug zu trinken mitmachen, weil es da unten echt ohne Ende trockene Luft dann ist, weil das Salz, was da ist, das entzieht ja echt den Mund von der Feuchtigkeit. Gut, Kalibergwerk. Ja, ich habe Zufallszahlen schon gesetzt. Das ist 512, 476. Wir müssen alle Klimazonen noch machen, sonst klappt das nicht, das Hinbauen. Auf veraltete zeigen. Und dann muss das da irgendwo hin. Ja, jetzt muss ich nur die Stelle finden. Ich habe auf der 512er Reihe 451 stehen. Ich glaube, breit war die Karte, ne? So, das heißt, wir müssen definitiv irgendwo anders hin. Okay, die andere ist 162. Ich glaube, die erste Zahl war, ja, weiß ich auch nicht, müssen wir jetzt erst leider diesen Weg gehen dahin, um zu gucken, wo die 512 ist und wo die 300 haben wir schon. Man könnte auch die Karte aufrufen, ne? Dann wird das schneller gehen, oder? Oder auch nicht. 400. Ja, okay, hier ist die 512, da haben wir die 451. Ist ja nicht schlimm, wir sind ja schon ziemlich in der Nähe. So, 451 wäre hier und jetzt brauchen wir die 162. Das bedeutet, wir müssen in diese Richtung. Und das liegt wahrscheinlich hier im Wasser, ne? Ja, das wäre da im Wasser irgendwo. Gut, das bedeutet, wir würfeln nochmal die zweite Zahl, oder? Jetzt bekomme ich eine 298 dafür angeboten. Okay. Ups, da musste ich erstmal wieder ins Fenster kommen. 298, das sieht doch so aus, dass wir da Land haben, oder? Und 451. Da ist es. Da kommt's hin. Was hat denn der jetzt gemacht? Hat er die hingebaut und ist weggesprungen. Alles klar, dann passte das, ja. Wunderbar, da ist unser Kalibergwerk. Können wir auch mal gucken. Und hat auch die Verbindung zum Chemiewerk. Das ist wichtig gewesen, dass da hinten ist und alles passt. Gut, dann hat das geklappt. Dann können wir hier zumachen. Da zumachen. Und wir schalten wieder auf unserem Spieler um. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das hier überhaupt ist. Ach, das ist hier in der Vier-Städte-Gegend. Alles klar, ne? Okay, dann müssen wir da schauen, dass wir das dann rüber transportiert kriegen.
Nur wie? Das ist die Frage, ne? Das muss. Ja, wir haben hier unsere Eisenbahn, die da oben zum Hafen fährt und dann schifft man es am besten mit dem Hafen rüber, das Salz, ne? Ja, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Nächste Weg wäre jetzt da nach da zur Eisenbahn zu fahren, zur Eisenbahn zu fahren, genau. Hier ist natürlich unser Güterverkehr permanent ständig am Fahren. Da müsste jetzt unser Kalizug dann damit hin, ne? Wo ist denn der nächste Bahnhof hier? Da ist er. Auch gerade noch super erreichbar, ne? Kannst du fast hin zum Kindergarten auch fahren. Der ist besser erreichbar. Hier ist eine Haltestelle. Wenn ich da noch ein Dingens hinsetze, ein Depot für LKWs hinsetze, ne, wird das passen? Und wir fahren den Rest von hier nach da oben mit dem LKW. Würde ich jetzt fast favorisieren, ne? Und hier ist ja schon der Bahnhof drüber, ne? Aber ich glaube, wir fahren hier hin. Machen das dahin. Gut, wir bauen da eine Straße. Da ist der PKW. Wir machen eine 100 km/h Straße dahin, die hier so lang geht. Und von da geht die dann nach da. Ich die gerade ziehe, kommt die da raus. Ist auch doof, ne? Dann von da nach da oben hin. Weil er mag gar nicht so, ne, wie ich möchte. Na, das machen wir mal besser so. So, dann gibt's da eine Abholstation für LKWs. Die kommt da hin und hier unten haben wir noch keine, die müssen wir noch basteln, ne? Ja, da würde ich jetzt sagen, machen wir noch ein Stück Straße dahin. Ich glaube, das müsste gehen, oder? Das da auch noch mal hin für Schüttgut. Und dann muss von hier aus der Zug, der da permanent steht, dann da hochgefahren werden. Und da der da permanent steht, bis er vollgeladen ist, tippe ich mal auf Gleise, die wir erst hier neben noch bauen für den zweiten Bahnsteig, ne? So sieht's doch ganz gut aus dann, ne? Und dann noch ein Bahnsteig. Machen wir so. So, dann passt das da. Ja. Dann kann der Zug von hier aus bis nach Vlotho fahren. Und in Vlotho muss das anders werden noch, ne? Weil da ist es ja auch noch nicht bis zum Ende gefahren. Da muss hier umgestiegen werden, ne? Dann machen wir nochmal ein Gleis hin. Machen wir mal so und so, oder? Genau. Und dann brauchen wir noch einen Bahnsteig dafür. Wo ist er? Da ist er. So passt es doch, oder? So, und von hier aus muss dann wieder eine LKW-Ladung darüber gebracht werden. Das gestaltet sich gerade nicht so toll. Wie machen wir das denn?
Ich hoffe, mal oben kriegen wir das irgendwie am Hafen überhaupt hin, ne? Mit dem Umladen. Okay. Ah, hier ist die Bushaltestelle. Das ist ja richtig cool, oder? Das bedeutet, wir bringen das Salz ja weg. Hier muss nur einer sein, weil da steht ja keiner. Das kommt dann so, oder? Und das ist immer noch die gleiche Stelle. Das ist schon mal cool. Das haben wir da schon schnell erledigt. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir es hier? Hier so die Straße rüber. Würde sich eigentlich anbieten, ne? Ich muss hier noch was ändern an dem Berg da. Den senken wir mal ab hier. Diesen Kegel, dann passt's, oder? Dann die Straße einfach darüber bis hierhin. Ich würde es jetzt auch bis dahin erstmal ziehen wollen. Und das so machen. Ist die Frage, wie viel kommen da, wie viel stehen da? Drei mehr auf gar keinen Fall. Und dann die Ladeboxen ein. Und dann passt das da auch, oder? So, dann bedeutet das, wir brauchen ein Fahrzeug. Oder auch mehrere. Die Salz fahren können, ne? Salz, da oben haben wir sie. Gut, da haben wir so ein paar schicke Kipper, ne? Oder Sattelzüge wären auch noch was. Das sieht aus wie eine Straßenreinigungsmaschine. Müllabfuhr. Cool. Die können auch Salz fahren. Streusalz. Brauchen wir gerade nicht, oder? Aber coole Idee. Also die tun sich vom Dingens her nichts. Der kann mehr laden. Ja, nehmen wir den, oder? Sattelschlepper gibt's dafür nur. Dann nehmen wir das halt so. Und brauchen noch einen Fahrplan, der von da nach da oben geht. Den ersten halt braucht man natürlich die 100%. Und dafür eine neue Linie, die sich dann wie nennt? Salze. Ploto. Oder ist das die neue Linie? Salze Ploto haben wir. Und wie viel brauchen wir dafür? Drei Stück, denke ich mal, ne? Start, Start, Start. Fertig. Und von hier aus müssen wir die gleichen Wagen auch noch da hinten hinstellen, ne? Also den Fahrplan müssen wir dann auch noch machen. Und da geht die Reise von hier nach da unten. Hier haben wir nur einen, ne? Hier ist 100% Laden. Oh, jetzt habe ich das aus Versehen zugemacht, das ist schlecht. Ist da jetzt eine Linie entstanden oder nicht? Das mit der Linie hier hat schon mal wieder gut geklappt. Ne? Salze. Floto. Die andere Linie ist, glaube ich, gar nicht gekommen. Dann
Bringen wir mal dahin, weil wir wieder das Depot aufmachen müssen. Das da oben ist. Okay, Fahrplan haben wir schon. Lauter Kalibergwerk, lauter Kindergarten, das passt. Das ist eine neue Linie. Salze, lauter. Lauter, so heißt das, ne, oder? Ich hoffe, das war so richtig. Ja, passt. Haben wir. Fertig. Natürlich nicht geklappt, ne? War klar. Das habe ich immer noch nicht verstanden, wie das geht. Salze. Lauter. So. Wie viele Fahrzeuge nehmen wir da? Auch drei, oder? Gut, dann fahren die schon mal. Leider haben wir hier vergessen, den Wegweiser zu machen. Auswahl. Falsche Seite. Na, steht mitten da. Sieht besser da aus, ne? Dann lass uns den Zusatz da wegreißen. Ah, das macht er nicht. Der war der richtige dann. Gut, und da unten müssen wir das auch machen? Ne, da unten müssen wir das nicht machen. So, jetzt müssen wir noch den Zug haben. Jetzt sollten hier irgendwo gleich die Fahrzeuge da oben stehen. Ach, die fahren da erst noch ganz runter, ne? Okay, die sind ja sowieso noch nicht da. Die sind ja noch auf Tour. Ich hoffe, da geht die Reise hin, ne? Ja, hier ist ja eine Straße. So, das bedeutet, jetzt brauchen wir ein Depot, ein Zugdepot. Das war da oben, ne? Ach so, da oben war das. Hier sind unsere drei LKWs. Ich dachte, hier wäre das Zugdepot gewesen, aber da habe ich mich wohl vertan. Das war jetzt aber nicht hier, ne? Naja, da ist es auch nicht. Bin ich da dran vorbeigeflogen eben. Wo ist denn hier das Zugdepot gewesen? War das in Lauter? Ach, da. Einmal die Lupe an, einmal den Zug daraus. Und wir brauchen eine Lok. Nehmen wir die. Und Waggons für Salze. Da sind sie. Ja, da gibt es ja einige, ne? Schüttgut hier wahrscheinlich. 22 Tonnen, 28 Tonnen, 57 Tonnen, 31 Tonnen. Ja, macht ja nur Sinn, dass 57 Tonnen hier sind, ne? Und länger geht's nicht. Und dann kriegt er noch den Fahrplan. 100% beladen. Okay, das haben wir gerade wieder falsch geschafft. Haben wir. Der soll da einfahren. Laden und dann fällt er da oben hin. Jetzt habe ich wieder diese 7 da dran. So. Jetzt geht's aber. Einmal da hoch. Und entladen wird dann hier. Und ich muss die Linie hier neu anlegen, richtig? Dann mache ich das hier. Salze.
lauter Floto. Und enter das. Und dann habe ich es bis heute noch nicht verstanden, wie das mit der neuen Linie klappt. Aber ist egal. Jetzt haben wir hier wieder die 96 stehen, ne? Also. Vielleicht passt es ja jetzt. Und dann starten wir den. Schließen den, dann gucken wir mal, den können wir auch zumachen. Dann gucken wir den an. Salze Floto, Salze Floto. Okay, irgendwas hat da gut geklappt. Die Linie können wir löschen. Salze lauter Floto, Salze Floto. Ah, der eine ist dann hier ganz unten noch die 97. Die können wir aber löschen. Und die 95 müssen wir umbenennen. Salze lauter. Das hat dann geklappt, würde ich sagen. So, dann ist das bis dahin. Jetzt müssen wir noch ein Schifflein haben, was das uns darüber bringt. Noch sollte da ja gar nichts passieren, ne? Ich mache mir mal gerade das Kali-Bergwerk auf. Die fahren da schon fleißig hin. Wird denn da gemacht? Tatsächlich wird da gemacht. Wie geht denn der Weg denn da hin? Wenn sowas passiert, ist doch immer der Weg dann da, oder? Ja, da sind 135 Tonnen Schüttgut. Das heißt, irgendwo müssen Schüttgutverbindungen schon da sein. Hier waren auf gar keinen Fall welche, weil hier war ja nur Personenverkehr, oder? Der hat geladen. Ja, das würde bedeuten, dass es irgendeinen Weg, den Simotrans schon wieder gefunden hat, bis zum Chemiewerk gibt. Cool, ne? Ich mache jetzt einfach mal schneller. Will hoffen, dass das dann so klappt. Das dauert natürlich eine ganze Weile dann, ne? Ist die Frage, wie viel da steht, wenn der da losfährt. Aber irgendwann braucht er ja sowieso nichts mehr eingeladen werden wahrscheinlich, ne? So, 315. Die nächste Runde, wenn sie kommen, geht dann die Reise ab. Oder? Der bringt noch, dann reicht's für den. Einmal noch liefern und dann fährt der Zug. Der fährt jetzt auch. Gut, jetzt wollen wir hoffen, dass der da auch durchkommt. Aber warum nicht? Sollte schon funktionieren, ne? So, der liefert da ab. Dann wollen wir nichts verfolgen. Und der fährt dann zum Hafen. So, der ist schon wieder wunderbar unterwegs, obwohl da könnten wir mal gerade gucken. Wahrscheinlich ist der langsamer wie der, wenn der rumgefahren ist, oder? Kann das sein? Da ist jetzt nur zu interessant zu wissen, nach dem brauchen wir nicht verfolgen. Da können wir ja hier sehen, wie voll der ist. So, die liefern hier ab. Post, 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 Post. Wo ist denn hier das Salz? Na, dann will ich nicht mehr verfolgen gerade. Ah, jetzt ist da unten das Salz gewesen. Ich
Ich hab's gesehen, ne? Aber jetzt nicht mehr, oder? Das war doch gerade noch hier, das Salz. Wir hatten das mitgenommen. Hier war doch kein Schiff, oder? Wer braucht denn hier Salz? Jetzt sag nicht hier die Schrott, der Schrottladen hier. Was war das denn? Frachthafen, nee. Hier haben wir doch irgendwas, ne? Touristenattraktion. Hier ist der Schrottplatz, der braucht aber keine Salz, ne? Der braucht nur Schrott. Wo bleibt das Salz? So, er hat gerade mal 63 Tonnen, dass er da drüben ist. Dann brauchen wir da mehr LKWs zum Rüberschaffen in dem Sinne. Okay, aber was passiert hier mit dem Salz? So, der bringt mir das jetzt hier hin. Und wo ist es jetzt geblieben? Das hat sich doch nicht in Luft aufgelöst, oder? Das löst sich aber immer in Luft aus. Braucht eine Stadt einfach so Salz? Statistiken, gibt es nicht irgendwelche Details dafür? Waren, wofür steht hier Waren? Ist das neu? Ja, das ist für mich jetzt gerade ein Rätsel. Da komme ich ja gar nicht hinter. Das ist jetzt hier nicht eine touristische Attraktion, ein tolles Gebäude. Wo ist hier eine Firma, die ich nicht sehe? Das ist die Frage. Gibt es hier eine Firma, die ich sehen müsste? Hier ist der Schrottplatz, das ist das Einzige, sonst ist nichts zu sehen, oder? Ich weiß nicht, wo es verschwindet, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Vielleicht gibt es das eine neue Spielmechanik. Eigentlich ist es so, dass ich weiß, dass es früher immer so war, dass nichts transportiert wird, wenn es keinen Weg gibt. So, das bedeutet, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier ein Schiff noch hinkriegen, das Schüttgut bringt. Aber ich sehe schon, die Folge ist fortgeschritten. Da wird bestimmt jemand mir etwas zu sagen können, warum das Salz hier verschwindet. Und dann würde ich jetzt mal die Dingensgeschichte nehmen. Sag schon, die Schifffahrtsgeschichte dann in der nächsten Runde aufnehmen. Wir fahren dann von hier aus vom Floto nach Riedenburg rüber, bringen das Salz dahin und dann muss es da mit dem Zug weitergebracht werden. Gut. Aber für diese Runde soll es, wie gesagt, erstmal reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare, herzlich willkommen. Ich warte drauf, dass ihr mir sagt, wo das Salz geblieben ist. Und ja, sonst dann wäre noch zu sagen, teilt das Video auf anderen Kanälen, dann kriegen die Leute mit, dass es hier Simotrans als Let's Play gibt. Alles klar, bis dann. Tschüss.